Hallo, liebe Fernsehfreudigen oder auch ja, Sitcom-Geliebten oder halt Sendesuchtis. Es geht heute mal um Gebäude. Ja, also wieder aus der Kategorie mehr als nur Technik. Und zwar geht es um Gebäude, was jeder kennt, wie zum Beispiel dieses hier. Kennt, glaube ich, jeder. Also jeder, der irgendwie schon mal Fernsehen gesehen hat, kennt dieses Gebäude hier mit Doug Heffernan und so. Und um dieses Sendungen, Außenaufnahmen, Gebäude. Gibt es die Gebäude wirklich? Dranbleiben, dann erfahrt ihr es. Angefangen mit der beliebten Sitcom Full House. Das Haus, was Fans gesehen haben oder in dem Vorspann immer zu sehen ist, halten für viele Fans für dieses Haus hier im Bild, in der Broderick Street 1709. Auch die Familie Bundy soll nicht zu kurz kommen. Dieses Haus der Außenaufnahme von einer schrecklich netten Familie gibt es wirklich. Hier das Originale, zwar etwas moderner, es steht in der Castlewood Line 641 in Deerfield, Illinois. King of Queens, jeder kennt dieses Haus, doch wer dieses in New York sucht, der sucht vergeblich. Bekannt, nicht? Das Haus steht 519 Longview Avenue, Cliffside Park in New Jersey. Alf. Wer kennt nicht Alf? Auch dieses Haus gibt es, beziehungsweise gab es. Hier das Originale, ihr kennt es. Der Baum, der steht auch noch da. Es steht in der Moreno Avenue 708 in Los Angeles. Beziehungsweise es steht nicht mehr. Gut, dass wir hier eine etwas ältere Aufnahme haben, und zwar von 2011. Weil 2012 musste dieses Haus einen Bulldozer weichen für einen pompösen Neubau. Und wer kennt nicht die Griswolds? Ich weiß, diese Aufnahme ist jetzt hier nicht so ganz berauschend, aber jeder erkennt diesen Film aus dem Jahre 1989 mit den Namen Hilfe, es weihnachtet sehr oder Schöne Bescherung oder Christmas Vacation. Dieses Haus steht auf dem Gelände des Warner Brothers Studios und ja, es wird immer wieder mal für Filmzwecke umgebaut, umgerüstet. In der aktuellsten Version sieht es wohl offensichtlich noch so aus. Ja, ist schon echt eine coole Sache gewesen. Ne? Ich habe da gestern spontan natürlich wieder gedacht, gibt es das Haus von King of Queens, gibt es wirklich? Ich habe es vor Jahren schon mal gesucht, allerdings ja in New York, Queens, da war ich ja natürlich total auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, da habe ich auch eine 2 Stunden bald in Google Street View gehockt und ich verrecke nicht gefunden, weil damals kannte man auch in Foren noch nicht die genaue Adresse oder überhaupt die Daten, was überhaupt und warum gibt es dieses Haus überhaupt. Wusste man damals nicht. Heute wissen da viel mehr Leute Bescheid. Es wird in den Sendungen, in den Foren, wird das selber geschrieben, wo diese Häuser stehen. Ja, traurig ist das mit dem Haus von den Tenners. Das ist weg. Gott sei Dank hat Google die Aufnahmen noch nicht aktualisiert. Das Haus von den Tenners. 2 Badezimmer, 2 Schlafzimmer. 126 Quadratmeter Fläche. Ja, könnte mir auch gefallen. Ne? So, jetzt aber, was mir auch noch gefällt, ist jetzt ein bisschen Sonnenschein haben wir aber nicht, ne? Also bleibt mal wieder nichts übrig. Bis gezockt jetzt noch, ne? Viel Spaß auf meinem Kanal noch. Euer Speaker Schocker.